verdienst, ist das wie bei einem gewöhnlichen Job. Es ist kein Glücksspiel, es ist Arbeit. Dein Ziel ist es, in einer Stunde einen großen Gewinn zu landen. Bring dein Geld ins Spiel, wenn es gut für dich steht. Halt es zurück, wenn nicht. Du darfst nichts verschenken. So habe ich mein halbes Jurastudium finanziert. Als echter Arbeiter. Ich habe nach und nach gelernt, wie man gewinnt. Aber zum Schluss habe ich noch was gelernt. Wenn du nichts riskierst, bist du genauso beschissen dran wie all die anderen Arbeiter. Mehr drei Stapel High Society. Sieg. 1000. Alle kennen die Regeln. In Pokerspielen. Jeder verdeckt. Karten in der Mitte vom Tisch aufgedeckt. Das Besondere. Hierin liegt der Reiz des Spiels. Das ist meine Gewinnkarte. Die Herr der Design Flush zusammen. Er wird viel. Man hört nicht viel über Typen, die was riskiert haben. Die Richterrunde. Ich hatte von ihr schon gehört, bevor ich mit dem Jurastudium anfing. Eine sich ständig abwechselnde Gruppe von 10 oder 12 Richtern, Staatsanwälten und Professoren. Hör auf. Crispy sie es herausfanden, konnte er nicht mehr die Straße überqueren, ohne dass er gerichtlich belangt. Wenn ich will, finde ich immer eine Pokerrunde. Leichte Spiele, harte Spiele, ehrliche Spiele, Abzockerspiele, private Spiele. Ich könnte mit dieser Schrottkarre auf den Highway fahren und in 2 Stunden im Touch sein. Aber ich hab's mir bei Academy drüben in Jersey kennengelernt. Wir waren dort die Einzigen, die nicht durch Treuhandgelder finanziert wurden. Mein Vater war da an. Oder was? Nein, nein, nein. Innen zu öffnen. Der Arsch hatte den Flattermann gekriegt und Worm verraten. Sie haben Worm vor die Schulfahrt. Sagst, wer da noch drin verwickelt ist, werden wir nachsichtig mit dir sein. Worm grinst. Ich blieb. Tricks gezeigt habe, das mache ich mit links. Es ist, als ob, du weißt schon. Seid nett zu ihm und lasst ihm genug Geld, dass er mich noch zum Frühstück ein. Damit würden wir in der Stadt niemals durchkommen. Wir geben uns Zeichen, positionieren. Man könnte natürlich Worms Finger, aber wie sagte Bill Jones so schön, es ist unmoralisch, wer abnimmt. Schon. Nicht ist ein richtiger Künstler geworden. Sortiert die Schlechten raus, nimmt sie auf, ist perfekt. Zum Unterbrechen. Die Nacht ist vorbei. Kommst du mit frühstücken? Nein, ich muss nach Hause. Wenn sie nicht schon das Türschloss ausgetauscht hat. Hör mal. Mirage in Vegas ist das Zentrum des Poker-Universums. So legendäre Spieler wie Doyle Brunson, Johnny Chen oder Phil Hellmuth betrachten ihn als ihr Büro. Alle paar Tage taucht ein Millionär auf, der einen der Weltmeister schlagen will. Normalerweise gehen sie mit nichts weiter als ihrer Geschichte wieder nach Hause. Hier in Atlantic City. Alles noch eine Klasse zu niedrig. Aber wir spielen noch nicht Schmuck um den Hals. Nervöse Finger. Kleine und. Wirklich eingesetzt. Er wurde sein Leben lang nur herumgeschubst, vor allem von seinem Vater. Vielleicht hat er sich verändert, seit er aus dem Knast ist. Aber ich kann ihn jetzt nicht hängen lassen. Ich bin alles, was er noch hat. Was ist denn hier los? Es hat Kräfte. 3 Asse. Ach, ist doch... Städtischer Angestellter, ja? Was? Die arbeiten noch für die Stadt, oder? Ja. Ich setze 40. Ich gehe mit. Setze? Hier. Da, bitte sehr. Das. Da geht's. Viel. Gar keine Wahl hat. Ein anderes Mal, wenn du zum Beispiel ein kleines Pärchen gegen 2 hohe Karten in der Hand hältst, stehen die Chancen 6 zu 5. Dann kommt es darauf an, was man für ein Und wie ging's aus? Erst habe ich zurückhaltend gespielt. Aber dann eins gewonnen. Ich zögere. Dann guckte.
Ich habe sie schon oft gesehen, diese Leute, wie sie am Tisch sitzen. Schon fast alles verloren, vom Pech verfolgt. Und wie sie dann in ihrem letzten Spiel auf... Buben und... Du beißt dich jetzt wohl in den Arsch, dass du nicht gegangen bist, als du... Ich schiebe. Ready. Jetzt. Der erste Preis bei der Poker-Weltmeisterschaft ist 1 Million Dollar. Steht da nicht schon mein Name drauf? Ich weiß es nicht, aber ich werde es rauskriegen.